Ein trauriger Moment für alle Sturm der Liebe-Fans. Robert verlässt den Fürstenhof. Zusammen mit Cornelia wandert er nach Spanien aus und beginnt ein neues Leben. Schon seit der ersten Folge war Robert Teil der Telenovela. In der zweiten Staffel wurde er zum Traummann der Serie. Er gewann das Herz von Miriam, die er heiratete und mit der er Tochter Valentina bekam. Die beiden verließen das Hotel, Robert kehrte nach dem Tod seiner Frau allerdings wieder zurück. In der sechsten Staffel sollte er erneut seine große Liebe treffen. Mit Eva wurde er zum Staffelende glücklich und die beiden reisten nach ihrer Hochzeit ab. In Staffel 14 kam das Paar mit Valentina zurück. Dort lernte er auch seinen erwachsenen Sohn Joshua kennen. Mit Eva gab es Höhen und Tiefen. Nachdem sie ein Kind mit Christoph bekam, scheiterte ihre Beziehung. Eva verließ ihn und Robert wurde erst wieder mit Cornelia glücklich. Nach einer längeren Trennung und einer beinahe Hochzeit mit Ariane folgte endlich die Verlobung mit Cornelia. Jetzt hat Robert hoffentlich die Frau gefunden, die bis zum Schluss an seiner Seite bleiben wird.